Ich lese nebenberuflich selbstständig Steuern, Recht, Finanzierung, Verbraucherzentrale NRW und ZDF WISO. Ich bin angekommen im Kapitel Richtig kalkulieren und finanzieren, die Basis des Erfolgs. Damit es nicht zu lange wird, stelle ich meine Eieruhr auf 30 Minuten. Ich höre vielleicht wahrscheinlich vorher auf und bin angekommen im Kapitel Richtig kalkulieren und finanzieren, die Basis des Erfolgs bei die optimale Tilgungsdauer bei Krediten. Davor ging es darum, wie man an Bankkredite kommt, und danach kommt noch ein Abschnitt. Nee, das ist der letzte Abschnitt. Ich werde wahrscheinlich nicht die 30 Minuten brauchen. Es gibt noch einen zweiten Abschnitt, was Sie über Bürgschaften wissen sollen. In dem gibt es die AFA-Tabelle zu Rate ziehen. Und dann kommt noch ein Unterkapitel. So. Die optimale Tilgungsdauer bei Krediten. Die ideale Gesamtlaufzeit eines Kredites wird nicht nur von Ihrer persönlichen Zahlungskräftigkeit als Kreditnehmer beeinflusst, sondern auch von der Lebensdauer des damit finanzierten Guts. Generell gilt jedoch, dass ein Kredit niemals zu schnell getilgt werden kann. Je früher Sie Ihre Verbindlichkeiten abgezahlt haben, desto besser. Auf keinen Fall sollte der Kredit länger laufen als die Lebensdauer der damit finanzierten Anschaffung oder Investition. Die Folgen wären fatal. Wird das Gut durch Abnutzung wertlos und muss ersetzt werden, wäre bei zu langer Finanzierungsdauer zu diesem Zeitpunkt noch eine Restschuld vorhanden. Diese mindert entweder Ihr Eigenkapital bei der notwendigen Ersatzbeschaffung oder sie muss komplett aus Eigenmitteln beglichen werden. Addieren sich in größerem Umfang Altschulden zu neuen Krediten, droht in ungünstigsten Fällen sogar die Überschuldung. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, müssen neue Anschaffungen getätigt werden, die neue Kredite verursachen. Zur Rate über den Altkredit kommen dann Zins und Tilgung für das neue Darlehen. Und wer in solchen Fällen nicht von vornherein vorsichtig kalkuliert hat, gerät schnell in finanzielle Engpässe. Auf der anderen Seite lässt sich durch die rasche Tilgung von Krediten langfristig die Eigenkapitalsituation wesentlich verbessern. Ist der Kredit schon lange vor dem Zeitpunkt der notwendigen Ersatzanschaffung getilgt, können Sie in der Zwischenzeit hierfür bereits zusätzliches Eigenkapital anschaffen. Eigenkapital ansparen. Kapital kann man nicht. Dadurch sinkt entweder die Kreditrate für die Neuanschaffung oder die nächste Anschaffung kann noch schneller getilgt werden, was Ihnen zusätzlichen finanziellen Spielraum verschafft. Angenehmer Nebeneffekt: Für jeden getilgten Euro müssen Sie keinen Zins mehr an die Bank zahlen und das senkt spürbar Ihre Kosten. Tipp: AFA-Tabelle zu Rate ziehen. Bei der Ermittlung der Lebensdauer können Sie sich an der gesetzlichen Frist für die steuerliche Absetzung für Abnutzung AFA, siehe dazu auch im Kapitel Verschiedene Steuerarten, Seite 135, orientieren. Zwar ist die tatsächliche Nutzungsdauer meist länger, doch im Sinne einer unternehmerisch vorsichtigen Kalkulation ist diese zeitliche Reserveeinplanung durchaus sinnvoll. Idealerweise sollte nach der halben Abnutzungsfrist der Kredit getilgt sein. Auf diese Weise bleibt genügend Zeit für die Ersatzanschaffung, Eigenkapital zu bilden. Hier einige Beispiele: Büroeinrichtung, Nutzungsdauer 10 Jahre, Finanzierungsdauer maximal 5 Jahre. Computerperipherie, Nutzungsdauer 3 bis 4 Jahre, Finanzierungsdauer maximal 2 Jahre. Ich sehe die mittlerweile ein bisschen länger, die Nutzungsdauer. Egal. Überbrückung finanzieller Engpässe, keine Nutzungsdauer, schnellstmögliche Tilgung. So. Jetzt gibt es noch das Unterkapitel, was Sie über Bürgschaften wissen sollten, im Kapitel Richtig kalkulieren und finanzieren, die Basis des Erfolgs. Es gibt einen Kasten gesetzliche Grundlagen
Dann gibt es einen farbig abgesetzten Kasten. Vorsicht, Bürgen kann teuer werden. Und dann werden verschiedene Arten von Bürgschaft vorgestellt und das Ganze ändert mit dem Tipp Bürgschaftsformen kombinieren. Und starten will ich mit Bürgschaften im BGB geregelt und Bürgen kann teuer werden. So, gesetzliche Grundlagen, Bürgschaften im BGB geregelt. Vorher gucke ich mal, wie heiß der Tee noch ist. Es wird besser. Bürgschaften im BGB geregelt. Gesetzliche Grundlagen. Wie die Bürgschaft funktioniert, wird im bürgerlichen Gesetzbuch BGB in den Beschlüssen 765 bis 778 definiert. Wie die Bürgschaft funktioniert, wird im bürgerlichen Gesetzbuch BGB in den Beschlüssen 765 und bis 778 definiert. Schon in Beschluss 765 werden die schwerwiegenden Folgen deutlich, mit denen der Bürger im Ernstfall zu rechnen hat. Dort heißt es: Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürger gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Dritten einzustehen. Und weiter, die Bürgschaft kann auch für eine künftige oder eine bedingte Verbindlichkeit übernommen werden. Vorsicht! Bürgen kann teuer werden. Ist ein farblich abgesetzter Kasten. Das Gesetz sagt es deutlich, wer für einen Dritten bürgt, leistet weitaus mehr als lediglich eine formale Gefälligkeit unter Verwandten oder Freunden. Je nach Art der Bürgschaft ist der Bürger unter Umständen verpflichtet, beim Ausfall des Schuldners nicht nur für das eigentliche Darlehen, sondern auch für die daraus entstandenen Verzugszinsen und Gerichtskosten sowie für weitere Verbindlichkeiten zu haften. Was Sie über die Bürgschaften wissen sollen. Bei der Unternehmensfinanzierung wollen die Banken für die Kreditvergabe in aller Regel ein Pfandrecht, um sich im Fall der Zahlungsunfähigkeit den Zugriff auf Vermögenswerte des Schuldners zu sichern. Je nachdem, welche Investition finanziert werden soll, handelt es sich häufig um Grundschulden für die Finanzierung von Immobilienbesitz oder um Sicherungsübereignungen bei der Anschaffung von Maschinen und Produktionsanlagen. Allerdings sind diese Sicherheiten nur bei größeren Darlehen üblich, weil damit für die Bank auch ein gewisser Verwaltungsaufwand verbunden ist. Für die Finanzierung kleinerer Investitionen, wie es bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit meistens der Fall ist, dominieren zwei Varianten. Der Kredit wird ohne weitere Sicherheiten gewährt, wie es zum Beispiel bei Ratenkrediten üblich ist. Bei speziellen Kleinkrediten für Mini-Unternehmen wird häufig die Bürgschaft einer solventen Person neben dem Kreditnehmer verlangt. Wenn Sie jemanden aus der Verwandtschaft oder dem Freundeskreis darum bitten, für Sie zu bürgen, damit Sie sich nebenberuflich selbstständig machen können, dann sollten Sie selbst genau Bescheid wissen, was der Bürger für Sie leistet und in welcher Form er es tut. Klar ist, kommt es hart auf hart, kann sich der Bürger nur in seltenen Fällen seiner Zahlungspflicht entziehen. Unwirksam kann eine Bürgschaft beispielsweise dann sein, wenn der Bürger geschäftlich völlig unerfahren ist, wenn von seiner Familie bzw. der kreditgebenden Bank erheblicher Druck auf ihn ausgeübt worden ist oder wenn ein grobes Missverhältnis zwischen der Höhe der Bürgschaft und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Bürgen besteht. Aber auf solche Schlupflöcher sollten Sie sich keinesfalls verlassen.
Aufgrund der weitreichenden Folgen besteht bei der Bürgschaftserklärung der Formzwang. Sie kann also nicht mündlich vereinbart werden. Bürgschaften werden nur rechtswirksam, wenn der Name des Hauptgläubigers, die Höhe der Hauptschuld und die ausdrückliche Willenserklärung des Bürgen schriftlich fixiert und vom Bürger im Original unterzeichnet sind. Die Übersendung einer Bürgschaftserklärung per Telefax ist damit von vornherein unwirksam. Nicht jede Bürgschaft hat für den Unterzeichner die gleichen Auswirkungen. Wie hoch das finanzielle Risiko beim Ausfall des Hauptschuldners tatsächlich ist, hängt im Wesentlichen von der Art der vereinbarten Bürgschaft ab. Jedes Kreditinstitut ist natürlich daran interessiert, die Form zu wählen, die ihm die meisten Vorteile bringt. Wenn Sie dies widerstandslos akzeptieren, gehen Sie jedoch ein deutlich erhöhtes Risiko im Vergleich zu demjenigen ein, der durch Verhandeln mit der Bank zumindest einige Risiken ausschaltet. Im Folgenden eine Übersicht über die wichtigsten Bürgschaftsarten. Selbstschuldnerische Bürgschaft. Bei dieser Form haftet der Bürger, als wäre er selbst der Kreditnehmer. Kann oder will der eigentliche Schuldner seine Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen, darf sich die Bank ohne weitere Umstände direkt an den Bürgen wenden. Sie muss dabei nicht prüfen, ob beim Schuldner noch etwas zu holen ist. Der Bürger muss seinen kompletten Vermögen für die Schulden, zu denen auch Zinsen, Verzugs-, Anwalts- und Gerichtskosten zählen, einstehen. Der Bürger muss mit seinem kompletten Vermögen für die Schulden, zu denen auch Zinsen, Verzugs-, Anwalts- und Gerichtskosten zählen, einstehen. Bürgschaft auf erstes anfordern. Wenn sich die Bank an den Bürgen wendet, muss er zunächst einmal bezahlen. Das gilt auch dann, wenn noch nicht geklärt wird, ob der Schuldner wirklich zahlungsunfähig ist. Damit kehrt sich die Beweislage zu Lasten des Bürgen um. So. Mitbürgschaft. Hier schließen sich mehrere Bürgen zusammen, um für die Verbindlichkeiten eines Schuldners einzustehen. Allerdings haftet jeder Bürger als Gesamtschuldner. Folglich kann sich der Gläubiger heraussuchen, an wen er sich im Ernstfall mit seiner Forderung wendet. Die Aufteilung der Bürgschaftsverpflichtung bleibt den einzelnen Bürgen selbst überlassen. Nach außen hin ist jedoch jeder Bürger in vollem Umfang zahlungspflichtig. Teilbürgschaft. Auch bei der Teilbürgschaft gibt es mehrere Bürgen, doch im Gegensatz zur Mitbürgschaft wird hier vertraglich festgelegt, welcher Bürge in welcher Höhe haftet. Höchstbetragsbürgschaft. Die Höhe der Bürgschaft ist auf einen festen Betrag begrenzt. Allerdings muss sich im Ernstfall die daraus entstandenen Zusatzkosten wie Zinsen und Gebühren auch über das Limit hinaus Allerdings müssen im Ernstfall die daraus entstehenden Zusatzkosten wie Zinsen und Gebühren auch über das Limit hinaus übernommen werden. Zeitbürgschaft. Während üblicherweise die Bürgschaft so lange andauert, bis der letzte Cent des dazugehörigen Kredits getilgt ist, gilt die Zeitbürgschaft nur für einen begrenzten Zeitraum. Dadurch wird das Risiko für den Bürger etwas überschaubarer. Der Bürger darf erst dann in die Haftung genommen werden, wenn der Kreditgeber erfolgreich versucht hat,
das ihm zustehende Geld vom Schulden auf dem Weg der Zwangsvollstreckung zu bekommen. Diese Konstellation kann auch erzielt werden, indem man die Klausel in die Bürgschaftserklärung aufnimmt, dass dem Bürgen die Einrede der Vorausklage zusteht. Auch in diesem Fall darf der Gläubiger erst dann auf den Bürgen zugreifen, wenn eine gerichtliche Klage ohne Erfolg geblieben ist. Tipp: Bürgschaftsformen kombinieren. Hier wird von der Bank eine Bürgschaft gefordert, sollte zunächst einmal versucht werden, wird von der Bank eine Bürgschaft gefordert, sollte zunächst einmal versucht werden, das Risiko für den Bürgen so weit wie möglich zu begrenzen. Dies kann geschehen, indem einige der oben genannten Bürgschaftsformen miteinander kombiniert werden. Das stellt in rechtlicher Hinsicht kein Problem dar. So empfiehlt es sich, Höchstbetrag, Zeit- und Ausfallbürgschaft miteinander zu verknüpfen. Auf diese Weise kann nicht nur die Höhe des Zahlungsrisikos, sondern auch der Zeitraum der Verpflichtung und die Möglichkeit der Inanspruchnahme begrenzt werden. So, das war es mit dem Kapitel Richtig kalkulieren und finanzieren, die Basis des Erfolgs. Als nächstes kommt das Kapitel Haftungs- und Ausfallrisiken. Darauf müssten Sie achten. Es beginnt auf Seite 59 und geht bis Seite 77. Das ist, glaube ich, ähnlich lang wie das Kapitel davor. Ja, damit mache ich nachher weiter. Tschüss.